Ich bin wieder da und jetzt wird hier nicht so steif kommentiert, sondern wir sind mitten im Fight mit bösen Menschen und wir platzieren jetzt hier, weil ich die Mission schon mal gezockt habe. Ja, ihr wisst es ja schon. Platziere ich die erstmal hier, denn ich kann die jetzt hier nicht so gut gebrauchen, denn hier oben ist eine MG, da hinten sind hässliche Gesichter und jetzt gibt es hier einen Clou bei dieser Mission. Erstens mal da hinten, hinterm Haus, hockt auch noch eine MG. Seht ihr? Der hat sich jetzt da, ja, wie soll ich sagen, eingenistet, genau wie die anderen MG-Menschen, aber man kann auch von hier schon auf den einen MG-Typen schießen. Und das ist praktisch. Der weiß, sieht mich natürlich schon jetzt. Magst du mich? Übelst schwer mit diesem Kack-Aiming. Und der eine, der hat Aimbot. Stirb endlich! Kackteil. Ja. Ja, endlich. So, die beiden MG-Köpfe da hinten habe ich. Das heißt, das ist schon mal okay. Das MG da hinten kriege ich noch nicht. Da ich jetzt erstmal den Weg oben frei gemacht habe, was praktisch ist, da wir dort jetzt praktisch durchgehen können. Die Jungs, ihr seid bereit? Na, ich muss zuerst Red und so, weil die haben mehr Feuerkraft mitbringen. Jungs, Jungs, kommt mal mit. Euch brauche ich zuerst. Zwar, die wissen schon, dass wir da sind. Aber jedenfalls haben die keinen MG mehr, der so von uns schießen kann. Und dann schön auf die Kackköpfe da schießen. Seht ihr, die haben mehr Feuerkraft. Das geht wirklich ein paar Sekunden. Dann haben wir die und der, ja, Sanovic, der schafft es meistens. Da hinten ist das MG. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Da habe ich immer die meisten Probleme. Jetzt hier. Hier kassiere ich auch immer irgendetwas. Immer. Seht ihr? Seht ihr das? Oh. So. Jetzt. Red! Los, Bewegung! Sperrfeuer! Weil ich jetzt, wie gesagt, ich kassiere hier immer. Es ist schon irgendwie bitter, oder? Ich schieße hier das ganze Magazin auf den. Der kassiert nicht einen Hit. Ich kassiere dafür tausende Hits. Für nichts. Oh, ich liebe die. Ihr kommt auch noch mit. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich euch, wie wir am besten das machen. Ich habe jetzt beide an den Backen. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal hier, gibt's nichts zu holen. Ihr bleibt mal hier. Ihr auch. Na los, Bewegung! Red! Kopf unten halten! Und los! Belegt das MG mit Feuer! Ich kann das Ziel nicht sehen! Sanovic, wo soll man mal er sich hinstellt? Sanovic, Vorsicht! Ja, doch solche Opfergesichter, ey. Komm, da hin. Im Laufschritt. Ist halt das solche Arschkopf. Stirb endlich, wenn ich schon auf dich schieße. Vorsicht, Baker. Ja, ja. Ich treffe nicht einen von denen, aber die treffen mich über hunderte von Metern. Stirb endlich. Treff ihn! Schieß immer hinter ihn in den Boden. Ich habe eine Kugel. Und die geht natürlich wieder durch ihn durch. Mann, was mache ich denn? Moment, habe ich gerade kein gutes Aiming so. Da hinten sind auch noch ein paar. Stirb, du Sackgesicht. Stirb du auch. Oh man, ich bin so unbegabt, hey, das ist abartig. Vorsicht,
nicht Baker! So. Da in Deckung gehen! Es ist schon hart irgendwie. Ich schick's an, ich schick's nur, um sie die Sackgesichter hier zu holen. Sanovic hat das Bedürfnis, alle Kugeln abzufangen. Ihr sollt hier hin. In die Deckung. Dann dürft ihr auf den Dreckskerl schießen. Und schaut euch mal, was sich Sanovic wieder hinstellt. Ja, ich habe so ein begabtes Team, dass es mir fast einen Schlag ins Gesicht gibt. Das ist, ja, klar, ich muss ja auch durch die Flanke, sonst komme ich ja gar nicht an dich hin, Junge. Ich... mal sagen, hier, 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 hier. Los, schnell! Okay, verstanden. So. Feuer einstellen, Feuer einstellen. Bleibt bei mir! Korea! Kommt hierher! Da in Deckung! Oh, mitkommen! Wir müssen zusammenbleiben! Ihr habt Sinn, sich zu verstecken. Verstanden? Baker, das hast du wirklich gut gemacht. Das war einer der besten Einsätze, die ich je gesehen habe. Mit einem Satz wurde abgebrochen. Jo, so haben wir es wieder geschafft. Ziele erreicht. Wir sind einfach begabt. Obwohl ich zu blöd bin, auf gewisse Leute zu schießen. Erntezeit in der Nähe von Carenton, Frankreich. D-Day, 5. Tag, 8 Uhr, 11. Juni 1944. Gott, ich sollte das nächste Mal nicht so früh am Morgen schon aufnehmen. Irgendwie, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen steif. Und das tut mir leid. Obi immer noch von seiner Braut. Und McCreary ist immer noch ein Arsch. Tut gut, mit ihnen zusammen zu sein. Es bleibt kaum noch Zeit, ich fasse mich kurz. Wir haben wenig Männer und die Deutschen sind überall. Combs und der Rest von seinem Zug wurden unweit von hier festgenagelt. Wir wissen nicht, wie lange sie es noch durchhalten, aber eins wissen wir mit Sicherheit. Ohne uns schaffen sie es nicht. Leider brauchen wir einen Teil der Männer, um diese Stellung hier zu sichern. Baker, nimm Hartzog, Obrieski und Sanovic und bring Combs und seine Männer hierher. Okay, mach mal gern. Aber Sanovic soll das nächste Mal nicht ständig rausrennen. Weil ich das hasse, wenn er das macht. Okay, und hier kriegt er jetzt auch noch, wahrscheinlich ist es diese Mission, kriegt er auch noch eine Eigenheit des Spiels zu sehen. Nämlich der M-Bot-Mörser. Kann ich euch zeigen. Der ist echt genial. Der wird jetzt dann gleich seinen Auftritt haben. Da, schau mal, wie der schießen kann. Boom! In einem geraden Punkt. Ist wie so eine Linie durchs Schlachtfeld. Boom! Seht ihr? Boom! Das möchte ich auch können. Drecks, der M-Bot-Mörser, ich hasse ihn. Wow! Wow. Glück gehabt, Jungs, ne? Da hinten sind jetzt all die bösen Menschen. Okay, ich würde mal sagen, wir verkriechen uns hier hinter dieser Mauer und sehen uns im nächsten Part.